Ja, Elmar Brok hat recht behalten. Heute hat Elmar Brok ein Gespräch gehabt mit meinem Kollegen Gerd Joachim von Fallois in Berlin. Und das passt gerade wunderbar genau an diese Stelle. Herr Brok, jetzt ist Herr Macron gewählt worden, das Schlimmste abgewendet. Ist das denn gut für Europa? Das ist, glaube ich, exzellent für Europa. Frankreich hat sich deutlich für Europa entschieden. Denn Macron hat ja einen Wahlkampf geführt, wer mich wählt, wählt Europa. Deswegen war das eine proeuropäische Entscheidung auch. Und deswegen müssen wir im Interesse Europas auch dabei helfen, dass Macron sein Reformkonzept durchsetzen kann, zur höheren Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs, damit wir insgesamt auch als Europa stärker werden. Im Moment ist Herr Macron natürlich ein Präsident ohne Unterleib. Der wird jetzt noch gewählt werden. Was passiert denn eigentlich, wenn er im Parlament nicht die Mehrheiten kriegt? Also erstens mal bin ich, das ist ein Stückchen Tradition in Frankreich, dass er mit seiner Bewegung sehr schnell große Mehrheiten bekommen will. Dann hat man nicht diese klassischen Parteistrukturen wie in Deutschland. Das ist beweglicher und ich bin davon überzeugt, dass viele aus der Mitte rechts und Mitte links mit ihm kooperieren werden, unmittelbar, dass seiner Bewegung beitreten oder dass es Koalitionen gibt. Sodass ich davon überzeugt bin, dass es eine proeuropäische Koalition in der Nationalversammlung in 4 Wochen geben wird. Herr Macron ist also gut für Europa. Kann denn Europa so weitermachen wie bisher oder muss sich was ändern? Ich glaube, viele Länder müssen sich ändern. Etwa in Frankreich muss die Wettbewerbsfähigkeit hergestellt werden. Aber Europa ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Aber wir müssen Europa in bestimmten Bereichen auch die Instrumente geben. Bei Migration hat man angefangen, bei Terror ist man dabei, das zu tun. Das kann alles der Nationalstaat nicht allein bewältigen. Und die Eurokrise, die Finanzkrise haben wir weitestgehend abgewendet. Aber hier müssen wir mehr in die Zukunft hineingehen und wettbewerbsfähig zu sein als Europäische Union insgesamt. Und hier ist, glaube ich, dass Frankreich wieder nach vorn kommt. Dass es das Duo Deutschland-Frankreich eine gemeinsame Glaubwürdigkeit hat, von entscheidender Bedeutung, um Europa voranzubringen. Auch im deutschen Interesse. Deutschland möchte nicht alleine führen. Und deswegen ist es wichtig, dass Emmanuel Macron erfolgreich sein wird. Was ist genau im deutschen Interesse? Neue Strukturen in Europa? Wolfgang Schäuble hat mal vor 3,5 Jahren vorgeschlagen, einen europäischen Finanzminister zu installieren. Diese Diskussion fängt jetzt in Brüssel wieder an. Das wäre dann am Schluss aber auch eine Vergemeinschaftung der Schulden. Die Bundeskanzlerin will das auf gar keinen Fall, weil sie sagt, wir wollen die Verträge nicht wieder aufschnüren. Wird es so gehen, um die Verträge nicht wieder aufzuschnüren, weiterzumachen? Ein Finanzminister heißt nicht automatisch Gemeinsamkeit der Schulden. Ein Finanzminister bedeutet beispielsweise, wie das Europäische Parlament es jetzt vorgeschlagen hat und einen Vertrag machen kann, dass der Vizepräsident der Kommission für Wirtschaft und Währung auch gleichzeitig Chef der Eurogruppe wird, um so die Dinge zusammenzuführen. Das sind schon große Maßnahmen, die man mit dem Vertrag machen kann. Und es geht auch darum, dass wir mit den europäischen Mitteln, die vielleicht dafür ausgebaut werden sollen, Reformprozesse in bestimmten Ländern unterstützen sollte. Aber wir werden keinen gemeinsamen europäischen Haushalt haben und die Vergemeinschaftung der Schulden, das wird es so schnell nicht geben. Aber was würden Sie denn der Bundeskanzlerin empfehlen? Wie können die Deutschen jetzt Herrn Macron helfen? Das ist ja in unserem Interesse auch. Herr Macron hat offensichtlich den Willen und scheint die Kraft zu haben, die notwendigen inneren Reformprozesse auf dem Arbeitsmarkt, Wirtschaftspolitik in Frankreich durchzuführen, die dringend notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs herzustellen. Und das zu unterstützen, ist im gemeinsamen Interesse, weil es Europa voranbringt, weil es Frankreich zum starken Partner macht und weil es auch die Ungleichgewichte, die es heute gibt, hilft zu beseitigen, ohne dass wir Deutschen deswegen etwa mit unserem Export etwas machen müssen. Merkel Hollande war ja ein Duo, was am Anfang ein bisschen geeiert ist. Das war nicht so das ganz Dolle. Wie würden Sie das jetzt bewerten, diese beiden wichtigen Personen im Zusammenspiel für Europa? Ist das ein gutes Duo jetzt, Macron-Merkel? Die Position, die Macron geäußert hat im Wahlkampf und seinem Programm, geben, glaube ich, so viele Nahtstellen, auch so viele Vorstellungen, die mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun haben, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt. Die Zusammenarbeit Merkel-Hollande war in einem Bereich der Außenpolitik gut, manchen anderen Bereichen, aber es mangelt in der französischen internen Entwicklung. Und hier hoffen wir, dass mit Emmanuel Macron das besser wird. Und Sie glauben, dass das was wird? Denn man muss ja sagen, viele sind nicht zur Wahl gegangen. Immerhin hat der Front National noch 34% gekriegt. Also Herr Macron findet eine gespaltene Nation vor. Das ist bei Wahlen öfters so. Es ist selten einer, der so nur 100% kriegt. Aber wenn man bei einer Wahl 65% kriegt, dann ist das schon ein verdammt gutes Ergebnis. Darüber sollten wir uns freuen. Das ist doch mehr als üblicherweise. Ist mehr als Herr Trump bekommen hat. Vielen Dank, Herr Brok.